Mich hat Ihre Bemerkung, Herr Professor Huber, berührt, weil Sie gesagt haben, es ist intellektuell keine Todsünde, spirituell zu sein oder an Gott zu glauben. Wenn man den Wissenschaftlern zuhört, wie sie sprechen, dann hat man manchmal den Eindruck, Sie sind da vielleicht eine Ausnahme, für mich zumindest, man muss entweder Agnostiker oder Atheist sein, wenn man Wissenschaftler sein darf oder will oder ernst genommen wird, werden will und nicht ja, in einen schlechten Ruf kommt. Und also meine Vision ist schon herauszuarbeiten, inwiefern Gott da ist. Und dafür investiere ich sozusagen meine Energie, weil ich eine Tragik erlebe, dass die besten Wissenschaftler offensichtlich nicht bereit sind, obwohl sie an dieser Grenzsphäre arbeiten, einfach die Begrifflichkeiten, wo sich Spirituelles und Wissenschaftliches eigentlich völlig überschneidet, auch als solches zu benennen. Also wenn der Professor Thiering gerade darauf hingewiesen hat, dass überall im Universum, auch in Genf, im CERN, alle Teilchen herstellbar sind, dann heißt das ja, die Information dessen, was alles ist, ist überall da. Und ob ich dann dazu Gott sage oder das große, etwas Großes, ja, wie andere Physiker das auch schon mal benannt haben, oder einen anderen Namen gebe, ist ja völlig uninteressant im Grunde. Es ist etwas da, was alles beinhaltet. Es ist eine Art Urinformation da, die ist zeitlos da, die ist sozusagen ohne Zeit da. Es ist eine Gegenwärtigkeit, es ist eine Allwissenheit da, es ist ja da, all das da, was man früher als Gott bezeichnet hat. Und da mal einen Schritt zu gehen und zu sagen, es schließt sich überhaupt nicht aus, im Gegenteil, es auszuschließen ist unwissenschaftlich, das würde ich gerne mal verankert haben in unserer Menschheit. Aber ich, wie gesagt, es ehrt Sie, dass Sie das anders sehen, aber ich erlebe oft so eine echte Tragik, dass man entweder Wissenschaftler ist oder jemand, der eben ein gläubiger Mensch ist. Aber dieses Agnostikertum, jenseits von Agnostizismen, glaube ich, da könnte man bald einmal irgendwo landen und das fände ich schön. Ja, spannend. Ja, Professor Taschner hat eben gesagt, er ist ein frommer Agnostiker, der hat das noch sozusagen versucht irgendwie zu verbinden. Sehen Sie da eine Trendwende oder sehen Sie da eine Entwicklung, Herr Professor? Es ist ja tatsächlich so, wie Sie sagen, dass man in den angelsächsischen Journalen noch ironisiert wird, wenn man an einen Weltenbaumeister glaubt und die Frage aufgestellt wird, ob die an Gott glauben, unter Umständen nicht einen niedrigen IQ haben. Das wird expresses verbis in diesen Journalen publiziert und deswegen ist es natürlich schon extrem wichtig, wenn sich Wissenschaftler, wobei ich natürlich in erster Linie der Professor Thiering und auch den Mani Baumig hier nennen möchte, dafür einsetzen, dass man zumindest eine Toleranz walten lassen muss, wenn nicht unter Umständen doch die Evidenzlage sich eher für einen Schöpfer austariert. Wir haben ja deswegen ein Buch gemeinsam verfasst, das wir zu dritt oder zu viert vor kurzem vorgestellt haben im Rathaus, wo wir letzten Endes zur Toleranz aufrufen, nämlich gegen den polemischen Atheismus und gegen diesen aggressiven Atheismus, den man mitunter in den angelsächsischen Ländern spürt. Und das war die Intention, wenn ich das richtig verstehe, unseres Buches, dem entgegenzutreten. Wobei ich natürlich schon persönlich den Eindruck habe, dass die frühere Meinung, absence of evidence is not evidence of absence, dass das sich neu artikuliert. Also wenn ich etwas nicht beweisen kann, heißt das noch lange nicht, dass das nicht existiert. Nicht? Aber in der Medizin ist eben die Evidence-Based Medizin immer das Wichtigste und es existiert nur das, was ich beweisen kann. Die Trendwende ist zweifellos in die Richtung gehend, dass es auch Dinge gibt, die wir nicht beweisen können und die existieren trotzdem. Und hier hat die Physik uns zweifellos vieles vorangearbeitet. Und ich danke, dass Sie das genauso sehen. Ich sehe das auch so. Ich bin natürlich Partei, nicht? Weil ich in meinem anamnestischen Vorleben eine gewisse Affinität zur Sancta Ecclesia Catholica hatte. Und insofern bin ich nicht objektiv, gell? Das muss ich dazu sagen. Aber der Professor Thiering hat das relativ klar, viel objektiver dargestellt. Und vielleicht kannst du auch noch etwas dazu sagen. Naja, kann ich vielleicht Ihre Frage von zuerst, ich meine, ich habe so kurz geantwortet, weil ich werde oft gefragt, wie es existiert, Gott jetzt wirklich, oder glaubst du das? Naja, klar, jeder Mensch muss ja irgendwas glauben, also er ist ganz schwachsinnig. Und
das nennt er halt Gott, also das sagt noch nicht sehr viel. Und auch existiert wirklich, das sind halt unsere Worte und unsere Begriffe haben nicht die nötige Trennschärfe, um das genau zu artikulieren. Darf ich das vielleicht einmal illustrieren am Fall von Galilei, wo die Frage war, bewegt sich die Erde wirklich oder nicht? Und für unser tägliches Sprachgebrauch ist ganz klar, die Erde steht still und die Sonne geht auf. Also das ist eine durchaus gute Beschreibung. Und wenn man also nicht so feinere Effekte wie das Foucault'sche Pendel heranzieht, ist das völlig ausreichend. Und wer hat schon Foucault'sches Pendel? Also das ist keine Frage. Aber für uns heute ist es auch keine Frage, dass sie sich bewegt. Denn man muss ja nur am Mond fliegen und am Mond kann man ja zuschauen, wie sie sich rundherum dreht. Und dann kam allerdings Einstein und hat gesagt, naja, das ist eigentlich jedes Bezugssystem ist erlaubt. Und für die Physik ist eigentlich das alles äquivalent, alle Aussagen. Und dennoch glaube ich, zu sagen, dass sich die Erde bewegt, das ist die richtige Aussage aus ontologischen Gründen, weil das Bezugssystem, in dem die Erde ruht, gibt ein falsches Bild der Welt. Es suggeriert, die Erde ist irgendwo im Mittelpunkt und alles andere sind also nur so kleine Randerscheinungen und das ist alles. Und das wissen wir heute, das ist total falsch. Also in diesem Sinne ist also die Aussage, die Erde ruht und ist im Mittelpunkt, das ist sicher total falsch. Und ähnlich geht es mit den Fragen des Theismus und Atheismus. Es mag wohl so sein, dass man die ganze Evolution erklären kann, indem man das Wort Gott durch das Wort Zufall ersetzt. Aber dennoch, glaube ich, ist diese Haltung sozusagen vom ontologischen Standpunkt aus falsch, weil es suggeriert, es nur das, was wir jetzt sehen, existiert und sonst gibt es nichts, obwohl wir wissen, dass sehr viel in unserem wissenschaftlichen Weltbild fehlt. Also die ganze Welt des Geistes ist ja noch unverstanden. Und so lange kann man nicht sagen, dass wir wissen eh schon alles. Und daher, was wir nicht wissen, das gibt es gar nicht. Deswegen ist also meine Stellungnahme in diesem Sinn. Natürlich, was für Eigenschaften dann Gott zugeschrieben werden, das ist wieder eine andere Frage, also auf die kann ich jetzt nicht eingehen. Da wissen wir auch noch zu wenig, um das klar zu artikulieren. Nur um zu sagen, warum ich eigentlich keine Schwierigkeiten meine Wissenschaft oder mit der Religion zu verbinden, weil ich sehe eben, dass es gibt noch sehr viele Dinge, die unserem Verständnis entzogen sind und daher soll man da keine besonders starken Aussagen machen in der einen oder anderen Richtung. Sehr klug, sehr diplomatisch. Eine Frage, die Dame, glaube ich, hier. My question is to Professor Baumig. In the film, you mentioned science without religion is lame and religion without science, and what is it? I couldn't understand this. Science without religion. Lame means sterile, because science cannot any way describe to us what is happiness, what is a feeling of exaltation, and how do you respect something, what is experience in general. Science have no explanation to that. So science cannot give us the experience that we get through spirituality, and on the other hand, experience can lead us down to thorny paths sometimes, as it is going on today. Some people believe that if you don't believe me in my religion, then I have the right to kill you. And that experience is obviously wrong. And there science can help separating the wheat from the chaff. Leading us down the right path. So we need both. We need the experience through spirituality, but we also need science to keep us away from the wrong experiences that might come through. I hope I have answered your question.
Ja, also wir brauchen die Erfahrung durch die Spiritualität, aber dann auch wieder die Wissenschaft, die uns sozusagen auch zwischen Gut und Böse einfach auch ein Regelsystem erstellt, und das, diese ganze Einheit macht es dann aus.